Wir begannen unsere heutige Aufnahmetour an der Albertbrücke. Der Elbpegel ist seit gestern Abend um 12 cm gestiegen und liegt nun bei 5,89 Meter. Am Vormittag hob der Deutsche Wetterdienst alle Unwetterwarnungen für beginnt Dauerregen auf. Die Sorge um den verbleibenden Teil der Carola-Brücke ist groß, insbesondere wegen des aktuellen Hochwassers. Das Bauwerk wird daher rund um die Uhr von Experten überwacht und es werden regelmäßig Messungen durchgeführt. Feuerwehrsprecher Michael Klabe sagte Radio Dresden, das Hochwasser habe bislang keine großen Auswirkungen auf die Brückenzüge A und B. Der gestiegene Elbpegel habe den Messungen zufolge keinen Einfluss, sodass es in irgendeiner Art und Weise kritisch wäre. Konkret bedeutet das, die Brücke wackelt nicht in dem Maße, dass mit einem zeitnahen Einsturz gerechnet werden müsste. Die Stabilität der verbliebenen Brückenteile wird jedoch genauestens überprüft. Ende des Monats werden weitere Details bekannt gegeben. Es ist noch unklar, ob die Carola-Brücke komplett neu gebaut werden muss oder ob eine Sanierung ausreicht.
Laut dem Landeshochwasserzentrum lag der Pegel an der Augustusbrücke am Dienstagabend bei 5,91 Meter. Alarmstufe 3, die bei 6 Meter erreicht sind, soll erst am Mittwoch erwartet werden. Alarmstufe 4 wird voraussichtlich in ganz Sachsen nicht ausgerufen. Der höchste Wasserstand in Dresden wird laut aktueller Prognose in der Nacht auf Donnerstag erwartet und um die 6,17 Meter liegen.